sich an, als würde da so ein Monster weinen. Hört sich seltsam an. User in your channel timed out. Ja, da hat, glaube ich, mein Kollege ein Disconnect. User entered your channel. Büro. Hallo. Wo ist das? Ich bin jetzt bei diesem Monster. Hast du weitergespielt? Okay, ich hatte gewartet. Ja, ich warte jetzt da. Ich war dann hoffentlich die Aussicht auf den Hund genossen. Ah. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Na, man geht doch an diesem Feld vorbei, wo man an dem Hund vorbei musste. Ja, genau. So, das Monster habe ich jetzt auch im Intro. Scheint nichts zu essen zu haben. Leichten Hunger, ja. Oh, nur große Betten. Was haben wir hier noch? Eine Tür, da können wir wahrscheinlich nichts machen, oder? Sieht nicht so aus. Doch, der Große, er schafft es aber nicht, die Tür aufzumachen. Nicht stark genug. Die Tür von dem Haus, von dem Monster. Also soll man hier mit diesem Monster gar nichts machen, ne? Ganz sicher, also ich bin jetzt wieder Richtung dem Monster gelaufen. Der hat mich jetzt gepackt. Das Monster hat dich gepackt. Und wirft mich jetzt da. Ah. Er hat mich jetzt quasi geholfen. Und da ist wieder eine Bank. Ich bin sicher wieder mit einem wunderschönen Aussicht. Ach so, ja, das Monster läuft praktisch an die entsprechende Stelle und wartet da auf einen. Genau. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Muss ich da nochmal auf die Bank setzen, aber ich denke mal, das kennst du schon, oder? Nee, so weit habe ich noch nicht gespielt gehabt. Achso, okay. Also ich stehe jetzt mal bei der Bank und warte, bis du das auch gemacht hast. Oder? Ja, der Monster hat mich gerade rübergeworfen, ja, ich guck mal auch grad. Boah, das sind ja fast die alten. Da machen wir doch mal einen Screenshot von. Dann hätte es uns ja auch tragen können, ne? Ja, ehrlich. Laufen wir da mal hin. Ah, jetzt setzt das uns nach oben. Da muss man wohl interagieren, genau. Jetzt hängt man da und. Okay, jetzt laufe ich mit dem zweiten, mit dem Kleinen schon mal hin. Dann setzt mich hoch, interagieren mit dem zweiten, mit beiden dann weiterhin rüber. Okay, da hinten geht's nicht weiter. Und dann einfach nach oben. Ups. Falsche Tastenfolge. Ist runtergefallen? Mit dem Kleinen, weil ich schon mit dem Großen vorgelaufen war. Ich finde das unfair. Ich meine, wenn einer tot ist, dann kann doch der andere noch weitermachen und das lösen. Ehrlich mal. Einer ist doch eh zu viel. Ich, ein doppeltes Gewicht. Warte ich jetzt auf dich, bis du wieder an derselben Stelle bist. Also ich bin jetzt da hochgeklettert und bleib jetzt da stehen. Das Monster ist jetzt weitergelaufen.
Ach, es ist auch schon wieder weitergelaufen. Okay, ich gehe jetzt ja gerade den Weg entlang oder hüpfe den Weg entlang. Boah, ist ja fast auf mich draufgesprungen. So, und der hebt uns jetzt hier wieder rüber? Wie sieht das aus? Der macht uns quasi so eine Brücke, wo wir Ja. drüber klettern müssen. Auch da muss man nicht zum Glück irgendwie selber Gleichgewicht halten oder so. Doch, doch müssen wir, aber sieht, wir sind so gut, das sieht einfach nur so leicht aus. Ja, stimmt. So, Monster folgt uns weiterhin. Anscheinend müssen wir hier diese Felsbrocken hoch, ne? Und dann nach hochklettern. Genau, der zeigt da hoch, ja. Der kommt sogar mit. Wie ist das? Aber eigentlich hätte man sich ja wirklich auf dem Rücken festhalten können, ne? Und dann so, jetzt ist man hier oben und jetzt, Denke ich mal, müssen wir nach links jumpen. ja. Ah, er hilft uns wieder. Ja, hast schon recht, eigentlich auf dem Rücken, das wäre eigentlich am besten gewesen. Wie bist du denn nach links gejumpt? Also bei mir stirbt er dann. Ich habe nach links gelenkt und dann ist er dann halt hochgesprungen da und hat sich dann nochmal, dann habe ich dann nochmal fest nochmal gedrückt und dann hat er sich da oben Okay. festgehalten. Aber wir sind in den Stein verschwunden. Ach, ganz oben, okay. Ich habe versucht nach rechts, nach links meine ich, rüber zu springen. Da! Ja, ich habe auch nach links gelenkt, aber ist irgendwie nach oben gesprungen. Ah, siehst du, jetzt hängt er ja doch am Rücken. Irgendwie, ich hänge. Ach so, man muss einfach, ja, genau. Nettes Monster. Im Endeffekt will er uns bestimmt nur verspeisen. Jetzt lässt er uns noch ein bisschen Muskelfleisch aufbauen, oder wie? Ja, genau. Ich glaube, die Knochen sind jetzt gebrochen bei so einem Flug. Oft hangeln hier momentan, also scheint gerade im Trend zu sein. Oh, jetzt ist der Kurze runtergefallen. So, dann warte ich jetzt mal hier, wo das Monster, also bei dem doppelten Wasserfall warte ich mal auf dich. Hoch, jetzt ist der große Bruder runtergefallen. Und noch mal. Aha, jetzt sind sie beide hochgeklettert. Jetzt bin ich beim doppelten Wasserfall. Genau, da einfach wieder zum Kollegen gehen.
hier wieder schwimmen wahrscheinlich. Ja. Ja. Da. Ach, da. So, jetzt bin ich da durchgeklettert, da wo das Monster hingezeigt hat. Ja, da bin ich auch. Okay, da kann der Kurze da bestimmt wieder durch sich durchzwängen, ne? Genau. Der Große schafft es noch nicht. Aber da haben wir ja so eine Kurbel. Da vorne ist direkt wieder eine Parkbank, da habe ich mich gerade hingesetzt und die Aussicht genossen. Schöne Aussicht ist es diesmal nicht. Ja. Aber ein bisschen zumindest. Irgendwie möchte ich da nicht raufgehen. Bei mir hat es auch gerade der Große ebenso geschafft. So. Und da kommt so ein großer Anteil, der beruhigt uns dann. Ich bin gerade dabei, über diese Steinplatten zu springen. Bin jetzt oben bei den Treppen gerade angekommen, sehe da so ein Zukunftskoffer. Kann ich da oben so ein bisschen durch manövrieren, ne, bei diesen Rollen. Ganz große Rolle, da kann man schon was mitmachen. Ja, ich packe. Wo musst du jetzt hin? Das ist ja mal... so einfach jetzt. Ich denke mal, wir müssen mal wieder zurück zu den Maschinen da. Ja. Irgendwie auch Glühwürmchen da oben. So ein bisschen wie Autofahren, ne? So, muss man das jetzt anschließen, ist die Frage. Ist hier auch schon vorbei? Ja, ich bin jetzt bei den Treppen. Mm-hmm.
So quer der Baufeld. Rüberlaufen. Rüberlaufen, genau. Dann müssen wir alles kaputt machen. Ja, richtig. Immer alles kaputt machen. Kommen jetzt bestimmt alle kein Trinkwasser mehr. Und jetzt sterben sie alle, außer wir helfen unserem Bett. Daddy. Was haben wir jetzt? Ich dachte, wir hätten zwei Wege, ist aber doch nur einer. Und. Ja. Ja! Hast denn du die zwei Wege gesehen? Ja, es ist doch. Da, Nai! Horn! Ist doch nur ein Weg. Ach, da! Bist du jetzt auch mit diesem komischen Bogenspanngerät oder was auch immer? Ja, ich frage mich gerade, wie man da irgendwie was. Hast du überhaupt eine Möglichkeit gefunden, irgendwo zu interagieren? Nee, noch nicht. Also mit dem Kleinen kann man. Rechts hinstellen und mit dem großen links, und dann kann man das nach vorne schieben. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man. Ja. Ob man nach rechts oder nach links geht. Ja. Bin jetzt mal nach. Ich hab's mal rechts reingeschoben. Geht rechts der Weg raus. Ah, und jetzt schiebe ich das zurück. Drehe das nach. In der Mitte wieder nach links und laufe mit dem Drehteil. In die linke Eisenbahnschiene und dann hat sich oben ein Weg aufgetan. Gerade jetzt haben wir da oben so Steinplatten und links sind wieder so Steinplatten mit Sprüngen. Ich bin fast schon froh, dass man diese Sprünge einfach durch grandioses Können schafft. Ja, richtig. So einfach. So, hier diesen Steinweg laufe ich entlang, dann gibt es hier jetzt wieder dieses Rad mit Wasser, Wasserrad. Puh. So, und jetzt glaube ich nicht, dass wir uns an das Rad hängen sollen. Das wird. Jetzt haben wir hier wieder diese Leiter. Aber. Dieses Holzding. Aber wir haben keinen Seil. Mit dem Kleinen. Ja, genau. Der ist neben den Haken gesprungen. So, jetzt ist das große, riesengroße Rad stehen geblieben. Weil ich an diesem Haken gezogen genau. Hab. So, und jetzt kann man. Oh, ach shit, man muss da hängen bleiben. Ja, richtig. Jetzt kletter ich gerade mit dem großen Bruder da drüber. Da! Ich hab's geschafft, also ich hab's gemacht. Ja, ich bin gerade beim Klettern, ich habe jetzt gleich 50%. Idyllisch hier, ja. So, jetzt bin ich oben. Ach, ein neuer Scammer hat mich gerade hinzugefügt. Genau, ich bin oben auf dem Steinweg, bin ich jetzt. Das da oben sieht aus wie so eine Grabstätte, weißt du? Da diese beiden Steinfiguren davor, innen drin so ein bisschen dunkel. Guck mal links unten, siehst du dann das Monster? Also das mit der Spitzhacke? Zwei Stück. Rechts runterlaufen und links hoch. Also ich gehe jetzt erstmal rechts runter zu den Vögeln. Ach so, ich dachte, das sind Fische oder was? Fische, ja. Ich bin beim kleinen Monitor. Sah das gerade erst aus wie Vögel. Vögel im Wasser. Wieder so auf dem Wasser. Genau, ich bin auch erstmal bei dem beim Wasser. Boah, sehr schön. Können wir uns jetzt hier was machen? So ein Omelette, so ein Fischomelette? Ja, ich guck mal, ob man so Fisch fangen kann. Oh, man kann sich erfrischen. Ja,